Okay, guys, today we make a video here for my German followers. So I'm sorry for all the English speakers on my channel. This is just a rare occurrence on my channel that sometimes happens. This is something really you all probably can't relate to. It's about a German survival show kind of thing. And you wouldn't know what it's about anyway. So please excuse me for that. I will now continue in German here for my German followers. Okay, so Freunde, heute sprechen wir nochmal über so ein Seven vs. Wild Ding. Ich wollte ja eigentlich da keine Videos mehr zu machen, aber weil ich Pilot bin, also Privatpilot, juckt es mich dann doch dazu mal was zu sagen. Weil ich habe mitgekriegt, dass diese Staffel da irgendwo in Neuseeland war, was ihr da seht auf dem Bildschirm. Und dass es darum geht, einen Flugzeugabsturz zu simulieren. So, und der Fritz hat wohl dazu gesagt, so ja, wir haben ein Flugzeug abstürzen lassen oder so. Und dann war da auch noch irgendwie bei diesen, ich weiß nicht mehr wie er heißt, Nikes something oder irgendwas, keine Ahnung. Der macht ja seine Videos da über Leaked Locations und so. Und da hat einer nachgeguckt, dieses Flugzeug, was sie da drauf hatten, eine Do 28. So, und jetzt geht es darum, in meinem Video, ist es möglich, weil es geht ja darum, wie die zum Beispiel ihren Flugzeugabsturz-Szenario gestellt haben. Wie kriegt man jetzt nun da mitten in die Berge ein Flugzeug hin? Ja. Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht, was möglich sein könnte. Das muss nicht so sein. Ich sage nicht, das war so. Ich sage nur, was möglich sein könnte, weil mehrere zu meinem Comment geschrieben haben, wo ich gesagt habe, die haben da einfach das Flugzeug reingeflogen, gelandet, auseinandergebaut und zerlegt und so gestaged, dass es aussieht, als wenn es abgestürzt wäre. Und da habe ich ein bisschen Backlash gekriegt, aber ich möchte das jetzt mal erklären. Und ja, vielleicht nimmt ja der eine oder andere da was mit und vielleicht haben sie auch was ganz anderes gemacht, weiß man ja nicht. Ja. Okay, so, dann gucken wir mal hier, ziehen wir das Ganze mal ran zu diesem Gebiet, wo das denn da stattfindet. Ich glaube, das war hier irgendwo. Ja, hier war das doch, genau. Also hier, wo die Maus ist, seht ihr ja, ja, hier kreise ich die rum. Da soll ja denn angeblich das stattgefunden haben. Was von diesen Leaked Locations her rausgefunden wurde. So, wenn ich mich irre. Ja, jetzt gibt es ja diese Do 820 und die da bei dem Nikes da in seinem Video aufgetaucht ist. Und so eine Do 28, die wurde dafür gebaut, um ja, Short Takeoffs und Landings zu meistern. So, das Flugzeug ist also in der Lage, relativ kurz zu landen und relativ kurz zu starten. Wenn ein Flugzeug, je leerer es ist, je besser kann es natürlich performen. So, jetzt muss man sich vorstellen, dass dieses Flugzeug in der Lage ist, so um die 200, 300 Fuß Startstrecke zu haben, um zu starten und ungefähr zwei Drittel davon zum Landen benötigt. So, wenn man jetzt weiß, dass 300 Fuß circa 100 Meter entspricht, nicht ganz, aber ja, circa 100 Meter, das reicht. Wir müssen das hier nicht genau austufteln. Dann bilden sich hier auf dieser Landkarte etliche
Landemöglichkeiten für ein Flugzeug, was dafür gebaut wurde, off-road, also nicht auf einem regulären Asphalt- oder Grasflugplatz zu landen. Mit ein bisschen Vorbereitung könnte man natürlich an diese Locations da hinfahren. Da sind ja überall diese kleinen Wege dafür, diese kleinen ATVs und Quads und was nicht alles. Und man könnte da mehr oder weniger sicher gehen, dass auf der Landestrecke keine Steine liegen und so weiter und so fort. Welche habe ich denn da ausgemacht und warum? Ja, dann haben wir erstmal, wenn man hier guckt, wenn man hier näher ranzoomt, da sieht man diese Fläche. Ja, diese Fläche. Und diese Fläche sieht von oben gesehen schon mal ziemlich gerade aus. Und wenn man das Ganze auf 3D macht, und wo war das? Hat man das hier? Tilt, ja. Und wenn man das dann dreht, ja, dann sieht man, dass das auch eine relativ flache Fläche ist hier. Ja. So, wie lang ist diese Fläche? Schauen wir uns mal an, wie lang diese Fläche ist. Das kann man mit diesem Ding hier machen. Und ich würde jetzt mal sagen, wir messen mal von hier runter. Ja, haben wir so 214 Meter, so knapp. Okay, so 214 Meter, ja, das wären dann ja circa so um die 600 Fuß. Und die Maschine braucht die Hälfte. Also ist es möglich, dass sie da landen könnte. Kann sie denn da einfliegen, die Maschine? Das ist ja nun mal mitten in den Berg. Ist das möglich für einen Piloten, das zu tun? So, ich bin selbst immer auf relativ kleinen Flugplätzen gelandet. Dazu muss ich sagen, ich habe mein Fliegen aufgegeben, weil ich bin gecrasht. So, und das war ein Warnschuss für mich. Aber das ist eine andere Story, die könnt ihr auch in meinen Videos finden. So, also theoretisch ist das möglich und das machen viele Leute sehr, sehr oft in Nordamerika, überall. Und zwar könnte man nämlich, wenn man hier von oben schaut, dann sieht man hier, wo das Lindsay River geschrieben steht. Ja. Das ist ein Tal, durch das kann man einfliegen, seine Geschwindigkeit verringern, um die Ecke kommen und dann hier landen. Da könnte er praktisch umdrehen und in die andere Richtung wieder abfliegen, wenn die Show vorbei ist. So, das hat natürlich seine Risiken, dieser Platz. Dieser Platz an sich selber ist total geil, smooth, so wie es aussieht, da könnte man gut landen. Das Problem ist, dass dort, wenn wir das tilten, man sehen kann, das ist ein No Way Out. Wenn der Pilot hier reinkommen würde zum Landen, würde er es nicht mehr schaffen, in einer Notsituation, wenn er die Landung vergeigt, hier wieder rauszukommen, weil er an diesem Ridge hier hängen bleiben würde. Er hat auch keine Möglichkeit mehr, noch zu drehen, um hier rumzufliegen. Also ist das eine eher, gefährlichere Variante für einen Piloten, der Buschfliegen gewohnt ist, könnte das eventuell machbar sein, dort zu landen. Sehr, sehr gut. Auch mit diesem Flugzeug. Ihr seht das, hier ist dieser große Ridge. Ja. Also da wäre nicht viel Ausweg für den Piloten. Deswegen habe ich mal ein bisschen weiter geguckt. Und da habe ich diesen Hang hier gefunden. Aber wenn man sich den anschaut, wenn man das etwas mehr tiltet, und zwar auf 90 Grad, also auf Ebene bezogen, dann ist es ein Hang. Aber es ist ein relativ flacher Hang.
Und Buschpiloten sind in der Lage, auch an Hängen zu landen. Da gibt es einen guten Jungen da der hat so Videos auf YouTube, der fliegt in Papua-Neuguinea und der fliegt Buschflugplätze an, die sind tausendmal schwieriger als das hier. Und der landet da immer ohne Probleme. Ja, deswegen habe ich gedacht, hier könnte man auch sehr gut landen, das Flugzeug da oben, also aus dieser Richtung kommend, ja, von hier, also uphill landen. Das ist immer sicherer als downhill landen. Ja, das wäre möglich, weil auch diese Strecke lang genug ist. Ich zeige sie jetzt erst noch mal von der Seite, ein bisschen rumdrehen hier alles, so, dass man mal das Ganze so ein bisschen von verschiedenen Seiten vielleicht so sehen kann. Machen wir noch mal so, machen wir Heading. Ja, kann man das Ganze umdrehen. Seht ihr, besonders hier der obere Teil hier in dieser Ecke, hier oben, der ist relativ flach. Wenn wir jetzt zu diesem Spot hingehen und wir wieder versuchen, den zu messen. Jetzt habe ich hier gerade, da ist er. Ja, dieser Hang hier. Ja, machen wir ein bisschen größer das Ganze, damit ihr das auch besser sehen könnt. So, dann machen wir mal hier einen. So, hier hätten wir schon 130 Meter, also wäre schon durchaus möglich, auf der flacheren Stelle vom Hang zu landen. Den ganzen Hang runter hätte er circa 400 Meter, also 1200 Fuß in der Gesamtlänge. So, das ist besser. Jetzt können wir das nämlich genau sehen, die Ausrichtung. So, okay, das wäre dieser Hang, wie ihr da seht. So, warum ist dieser Hang jetzt so interessant? Weil, wenn wir das Ganze tilten, etwas so. Und nun das Ganze etwas ranziehen. So. Dann könnt ihr sehen, die Richtung, die er landen könnte, wäre, dass er von hier hinten kommt. So, er hätte genug Platz in diesem Canyon zu drehen und dann hier rumzukommen und hier zu landen. So, der Abflug müsste natürlich wieder downhill sein. Und bei dem Abflug ist das immer die Sache, da muss man in bergigen Regionen immer mit einer Sache rechnen als Pilot, die nennt sich Density Altitude. Und was das ist eigentlich die Luftdichte. So, je höher man kommt, ja, je weniger dicht ist die Luft und je schlechter performt das Flugzeug. Ja, wenn man jetzt, sag ich mal, unten auf Meeresbodenhöhe startet, ja, dann ist das bei, sagen wir mal, einem kühleren Tag, der so 15 Grad hat, dann hat man eine richtig gute Performance und das Flugzeug hebt, sagen wir mal, bei meinem Flieger wäre das gewesen nach circa 200 Metern ab. So.
Und wenn das Ganze jetzt an einem Tag stattfindet, der 30 Grad heiß ist auf demselben Flugplatz und man hat noch so richtig schöne feuchte Luft, dann ist die Luft weniger dicht. Das bedeutet, das Flugzeug denkt, es ist höher als der Meeresspiegel. So, und unter den Bedingungen performt das Flugzeug schlechter. Das heißt, ich hätte dann mit meinem Flugzeug ca. 300 Meter gebraucht zum Starten. Also man hat einen viel längeren Startverlauf. Und dazu kommt es, dass hinterher, wenn man in der Luft ist, das Flugzeug weniger schnell steigt. Und wie ihr sehen könnt, in Bergen kann das natürlich ein Problem sein, weil man dann nicht über den Berg kommt. So, deswegen wäre dieser Platz relativ gut geeignet für so ein Unterfangen, da der Pilot anders als hier unten in dieser Senke, der Pilot könnte hier praktisch seinen Startlauf machen, er würde hier irgendwo abheben. Ja. Und jetzt könnte er nicht genug steigen, um schnell genug über diese Berge zu kommen. Okay? Aber er hätte einen relativ guten Ausweg. Er könnte nämlich also hier abheben, könnte hier rumfliegen, ja, und könnte durch dieses Tal fliegen. Und im Verlauf dieses Tales, das relativ lang ist, könnte er hier rumfliegen, immer mehr in Höhe gewinnen, immer mehr in Höhe gewinnen. Hier wäre er wahrscheinlich schon hoch genug. Aber dann könnte er hier rüber fliegen. Hier wieder rum. Ja. Und dann käme er hier wieder vorbei, viel höher und könnte dann, je nachdem, wohin muss, abfliegen. Darum wäre ein Platz hier oben relativ gut geeignet. Und ich habe ja noch mehrere Stellen ausgemacht. Hier ist auch so eine Stelle. Ja. Die sah aber in der Seitenansicht nicht so gut aus wie diese Stelle. Ich konnte nicht genau identifizieren, ob es Möglichkeiten gibt, hier zu landen. Weil wenn man sich das Ganze anschaut, hier liegen ziemlich große Boulders rum. Das wäre nicht so gut. Also da müsste man schon vor Ort sein, sich das genau angucken. Und sagen, okay, hier gibt es so eine Stelle hier so zwischendurch und da könnte man und so. Oder man müsste Steine wegräumen. Dann war er, wo war das? Ich meine, hier oben war noch irgendwo eine Möglichkeit. Die war recht gut. Direkt hier, weil man ist relativ hoch. Man kommt dann jeweils über die Berge, wenn man startet. Das ist alles sehr gut. Aber man will ja auch ziemlich nahe am Platz des Geschehens sein. Wenn man sowas machen würde, gehen wir mal davon aus. Und man würde sagen, okay, wir stagen jetzt so einen Flugzeugabsturz und man will das da machen, wo das Ganze stattfinden soll. Dann wäre in diesem Fall hier der beste Platz dieser hier oder dort unten. Und zwar könnte man das folgendermaßen machen. Dieses Flugzeug, was ihr da gesehen habt bei Nikes Kanal da, da steht ja eins, was stillgelegt ist. Ja, so. Jetzt sind die natürlich nicht arm da bei Seven vs. Wild. Da könnte man ja so ein Flugzeug, welches was da stillgelegt ist, wieder zusammenbauen lassen für die Show. Was vielleicht in dem Stage, in dem es war, relativ einfach ist. Man kann es dann wieder zertifizieren und dann dort einfliegen. Dann könnte man es landen. Vorher könnte man natürlich mit der ganzen Gruppe, die da mitmachen, die kann man da ja alle reinpacken, da Stefan und die ganzen Leute alle. Und dann fliegt man die mit dem Flieger da rum und dann, weißt du, macht man so ein Bild, wie sie starten und dann, ja, und
bisschen Videosequenz, wie sie fliegen und dann so auf einmal so, oh, dramatische Musik, wir stürzen ab. Ja. Und dann fällt man dann vom Himmel da irgendwie oder so und dann wird alles schwarz und dann machen sie das neue Bild wieder, dasselbe Flugzeug dann halt, ja, so sag ich mal, mit abgeknickten Flügel und kaputten Propellern steht. Ja. So, das ist dann die Crash-Site. Das könnte man alles machen, das könnte vielleicht, weiß ich nicht, lass es vielleicht 200.000, 300.000 Dollar kosten, vielleicht 400. So, und dann könnte man das machen, hätte man einen Flieger da oben. So, dann filmt man natürlich nicht, wie die ganzen Crews da alle rausgefahren kommen auf diesem Feldweg. Weil so ein Propeller, der ist schnell abgeschraubt, dann schraubt man da schnell einen kaputten dran, der verbogen ist. Und ein Flügel ist auch relativ schnell abgeschraubt bei einem Flugzeug, auch wenn ihr das nicht glauben mögt. Und especially bei so Militärmaschinen kann ich mir da sehr gut vorstellen, dass es da relativ einfach ist, zwecks Bergung. Ja, also könnte man das Flugzeug da so ein bisschen so aussehen lassen, als wenn es abgestürzt wäre. Ja, und dann macht man die Show da und danach wird das alles wieder zusammengebaut und dann wird wieder rausgeflogen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, was Fritz und seine Kollegen da gemacht haben. Es gibt es natürlich auch noch zwei andere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, das ganze Ding an einem fetten Hubschrauber zu hängen. Und dann da rausfliegen und einfach, ich sage jetzt mal, hier irgendwo abladen. Ja? Und dann hat man praktisch dasselbe in grün. Das wäre auch erheblich billiger. So. Aber er sagt ja, die haben das Flugzeug abstürzen lassen. So. Das ist ja so ein, ist ja so ein Ding. Ne? So. Das kann man natürlich auch sagen, das Flugzeug ist weder noch mit einem Hubschrauber hingebracht worden, ja, noch ist es da selber hingeflogen, ja, mit einem Piloten, sondern es wurde ferngesteuert und wirklich abstürzen gelassen. Das könnte ich mir allerdings von allen drei Möglichkeiten am schwersten vorstellen, da es ja Luftfahrtregeln gibt. Und die gelten bestimmt auch da in Neuseeland, da Neuseeland ja das Land sowieso ist, wo am meisten historische Flugzeuge fliegen in der gesamten Welt. So. Und daher gibt es da bestimmte richtig heftige Rules, so in Hinblick auf, wo man denn so ein Flugzeug landen darf und vor allen Dingen, wie man es fliegen und landen darf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Flugzeug dort eher ferngesteuert werden darf und einfach auf privaten, auch wenn es privates Land ist, abstürzen. Jetzt hört mein Deutsch auf, abstürzen lassen hat. Ja, so, irgendwie, ja, könnte ich mir schwer vorstellen. So, am geeignetsten ist, wie gesagt, immer noch dieser Spot hier, da man auf dem ersten Stück vom praktisch hier nach hier prima landen könnte mit diesem Flugzeug. Ja, und hier unten natürlich auch, aber wie gesagt, das Ganze ohne Ausweg in der Notsituation. Weil, wenn ihr sehen könnt, ist das relativ flach hier, wenn man da einfliegt, aber das wäre praktisch die Sicht vom Piloten im Anflug jetzt, ja. Und da hat man diesen fetten Berg hier direkt vor sich. Also da muss man schon Eier haben und ein erfahrener Buschpilot sein, wenn man das machen will.
Aber es gibt Leute, die das machen. In Amerika gibt es jede Menge solche Spots in Idaho, irgendwo am Colorado River, und da wird dieses Offroad Flying oder Bush Flying sehr exzessiv betrieben, auch hier in Kanada. In den kanadischen Bergen gibt es auch so Hotspots, wo man da landen kann, aber das meiste ist in Amerika zu finden, in den Rocky Mountains. Ja, das wollte ich einfach mal zu meinem Besten geben. Da könnt ihr selber daraus machen, ob ihr denkt, ja, die Methode oder gar nicht. Ihr könnt ja mal reinschreiben, weil die drei Möglichkeiten gibt es. Entweder gelandet, mit einem Hubschrauber dahin gebracht oder ferngesteuert abstürzen lassen. Wie gesagt, das Letztere kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und mit einem LKW dahin transportieren, das glaube ich auch eher weniger, weil man bräuchte schon einen relativ vernünftigen Kran dann auch da, wo man das mit ablädt und so weiter und so fort. Und diese ganzen Baufahrzeuge sind ja auch nicht unbedingt jetzt solche Geländefahrzeuge, um damit durch Berge zu fahren und über Buschland. Ja. Das könnte ja auch so seine Tücken und Gefahren haben, denke ich. Ja, lasst mich mal wissen, was eure Meinung dazu ist. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Das ist wieder in Englisch und das nächste Video handelt über ein Schmerzmittel, was ich aus einer Pflanze gemacht habe, die eigentlich, glaube ich, sogar auch in Europa wächst. Ja, die könnt ihr euch dann auch selber machen, das Schmerzmittel, und könnt davon profitieren, wenn ihr das Video gesehen habt. Okay, ja, das war's dazu und dann lasst es euch mal gut gehen und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.